Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unserer Musik macht Mut Gesprächsreihe. Auch heute haben wir wieder einen sehr, sehr interessanten Gast, nämlich den professionellen Musiker Frank Pané. Ja, Hi. hallo Frank. Unter anderem bist du Gitarrist von Bonfire. Du bist generell auf Social Media extrem aktiv und du bist schon seit langer, langer Zeit Gitarrenlehrer. Und momentan sieht man ja auf deinen Social Media Kanälen, dass du jetzt natürlich auch insbesondere als Online-Gitarrenlehrer sehr aktiv bist und da jetzt deinen Fokus drauf gelegt hast. Wie ist denn das? Machst du das schon immer so, oder bietest du diesen Service jetzt seit neuestem aufgrund dieser Situation an? Wie verhält sich das bei dir? Also bei mir ist so definitiv seit der neuesten Situation. Also ich war davor eigentlich nie, sage ich mal, eine Option, in der es war keine Option für mich, das online zu machen, weil ich hatte genug Kapazitäten, dass Leute zu mir kommen, ich zu Leuten hinfahre, privaten Unterricht gebe ich an der Musikschule, unterrichte und so weiter. Ja, deswegen habe ich mir nie darüber Gedanken gemacht, das online mal zu machen. Aber natürlich durch die Situation ist es halt jetzt so passiert, dass man sich da Gedanken machen musste, wie kann ich das irgendwie ein bisschen anders machen, weil man muss natürlich das, was man an Verlust hat, irgendwie kompensieren. Ne? Von irgendwas muss man als Berufsmusiker ja leben. Und keine Live-Auftritte, ne? Das ist das eine. Dann, wenn der Unterricht auch noch wegfällt, dann wird es richtig heavy. Und deswegen habe ich dann angefangen, das Ganze eben online mal zu versuchen. Und Ja. ich bin echt überrascht, wie gut das funktioniert, weil man doch sehr gezielt auch mit den Leuten schon vorab besprechen kann, was sie lernen möchten, ne? Und ja, also ich bin positiv von der ganzen Sache überzeugt jetzt eigentlich, dass das Okay. ein guter Weg ist. Ne? Super zu hören, ja. Also du stehst natürlich jetzt quasi als Beispiel für ganz, ganz viele Musiker, die, wenn sie dann auch noch Gitarrenlehrer oder generell Instrumentenlehrer sind, natürlich jetzt alle vor dieser krassen Situation stehen. Und jetzt exemplarisch an dir, was können denn jetzt Gitarrenschüler erwarten, wenn sie sich jetzt auf einen Platz in deinem Unterricht bewerben? Also ich versuche so ein bisschen das gleiche Ding, was ich im gewöhnlichen Unterricht immer durchgezogen habe, und ich mache das schon seit über 20 Jahren, dass ich wirklich sehr individuell auf jeden Schüler eingehe. Dadurch, dass ich eben bis vor kurzem, eigentlich bis letztes Jahr, habe ich angefangen, auch zusätzlich noch an der Musikschule zu unterrichten. Aber selbst da ist es so, dass da kein Konzept einem vorgegeben wird. Und deswegen, also ich bin es gewohnt, ich habe private Schüler gehabt, seit ich angefangen habe, professionell Musik zu machen, und habe immer versucht, auf jeden Schüler individuell das Programm abzustimmen. Was er lernen möchte, wie weit er schon ist, in welche Richtung stilistisch er gehen möchte, wo sein Fokus ist. Und habe da eigentlich ganz gute Erfahrungen damit gemacht, weil so hat derjenige auch wirklich Spaß am Spielen. Also das geht jetzt gerade für die Jüngeren oder für die Kiddies, die man hat. Wenn man denen natürlich einfach nur Plan A oder Plan B vorlegt und das muss gemacht werden, aber vielleicht dann gar nicht den Nerv desjenigen trifft, dann kann es natürlich schnell vorbei sein mit dem Spaß am Instrument. Und genau, und deswegen habe ich das schon immer so gemacht. Und gerade jetzt beim Skype-Unterricht ist eine ganz coole Sache. Sag jedem Schüler, der das mal machen möchte, er soll halt mit mir vorab, bevor der erste Termin ist, schon mal diskutieren, was er lernen möchte. Ja? Er kann mir auch gerne Videos schicken oder Aufnahmen von sich selber, wenn er schon fortgeschritten ist. Und ich interview quasi jeden Schüler so ein bisschen, was er lernen möchte, was er schon kann, was er mag, wo seine stilistische Richtung ist am Gitarre spielen. Und so kann man dann quasi natürlich sehr gezielt auf denjenigen eingehen. Und ich stelle dann dementsprechend das Material zusammen, also von der Notation beziehungsweise den Tabulaturen, die dann bekommen, zu den Backing-Tracks, wo sie dazu üben können. Und ja, also habe da jetzt bis jetzt ganz gutes Feedback auch gekriegt von denjenigen, die sich jetzt für so online
meinen Lessons geworden habe. Okay. Im Grunde genommen, wenn du das jetzt so sagst, sind das jedoch auch dann Dinge, die sich dann auch eigentlich nicht allzu sehr von deiner Art und Weise, wie du jetzt im, sagen wir mal, normalen Betrieb an die Sache rangehst, unterscheiden. Was würdest du denn sagen, wo sind denn die richtig großen Unterschiede zwischen dem Online-Unterricht und der konventionellen Variante? Okay, was jetzt zum Beispiel nicht funktioniert, ist das Zusammenspielen. Also wenn ich jetzt im konventionellen Unterricht kann ich jetzt mit dem Schüler mitspielen. Das funktioniert jetzt natürlich nicht, einfach durch die leichte Verzögerung. Ich weiß nicht, ich bin jetzt nicht so der Experte, was Internetverbindungen angeht, aber da müsste man wahrscheinlich was weiß ich für eine Verbindung haben, dass es wirklich ohne Latenz funktioniert. Also das geht jetzt zum Beispiel nicht. Das andere ist, für den Schüler selber ist es so quasi vielleicht sogar ein bisschen mehr eine Herausforderung jetzt. Also ich habe ja Schüler, die jetzt quasi online machen, die vorher im normalen Unterricht waren. Die müssen jetzt quasi immer alleine spielen und ich bin quasi das Publikum, ne? Also sie sind jetzt quasi sozusagen mehr gefordert, sich da zu konzentrieren beim Spielen, als sich darauf zu verlassen, ah, der Lehrer spielt ja eh mit, ne? Und also das ist ein großer Unterschied. Wie gesagt, der andere Unterschied ist eben diese Vorbesprechung, was ich jetzt im normalen Unterricht so mache. Wie gesagt, da habe ich meine Schüler, die ich schon seit Jahren habe. Und da geht es von Unterrichtsstunde zu Unterrichtsstunde, wird dann Song gelernt oder je nachdem, werden da gewisse Sachen aufgebaut. Und jetzt gerade, wenn neue Schüler dazukommen, ist das natürlich eine andere Herangehensweise, erstmal herauszufiltern, was können sie schon, was wollen sie lernen. Und muss auch sagen, also gerade das mit den Backing Tracks und Tabs, das habe ich eigentlich so im normalen Unterricht nicht in dem Maße gemacht, wie ich es jetzt mache. Weil jetzt eben auch, ich kann nicht mitspielen, ne? Also nimm das Backing Track, leg ihn ein, spiel dazu, ich höre es mir an, ich sag dir, schau da, passt der Fingersatz nicht oder schau, dass du das noch ein bisschen anders von der Handhaltung machst und so weiter. Also das sind jetzt so Ja. gut. Und was natürlich auch noch ein großer Unterschied ist, du kannst halt Leute auf der ganzen Welt erreichen mit dem Online-Unterricht, ne? Was logistisch ja sonst nicht machbar ist. Und das ist eigentlich auch ganz cool, weil ich habe jetzt aus verschiedenen Ländern schon Schüler und das funktioniert super. Also macht entweder auf Deutsch, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus der Schweiz oder halt auf Englisch, wenn es jemand aus Europa oder anderen Ländern ist. Okay, also durchaus auch Chancen, die man sich dann wahrscheinlich auch, wenn das hoffentlich mal wieder alles rum ist, hier auch für die Zukunft noch so ein bisschen so überlegen kann oder wo man auch jetzt Erfahrungen sammelt, die dann einfach auch für später was bringen. Ja. Genau, ja. Du hast ja auch sehr viele Erfahrungen, über 20 Jahre als Live-Musiker. Was möchtest du denn so Schülern, die jetzt gerade vielleicht mit dem Gitarrespielen anfangen oder sich gerade hin zu einer Semi-Professionalität oder Professionalität entwickeln, aus dieser Live-Erfahrung denn so gerne mitgeben? Ein wichtiges Ding, was ich beim Unterricht immer praktiziere, ist, obwohl ich natürlich, ich gebe Notationen zum Unterricht dazu, dass die Schüler etwas haben, wo sie quasi nachschauen können, was habe ich gelernt oder ich bin mir nicht mehr sicher, wie ging das, dann habe ich was zum Nachschauen. Nichtsdestotrotz sage ich jedem, versuch immer frei zu spielen. Ne? Weil wenn du mal auf der Bühne stehen willst, Notenständer schaut scheiße aus. Ne? Und genau, also das ist was ich von Anfang an mit jedem, egal ob Anfänger oder egal wie schwierig das Stück ist, zu sagen, hey, versuch dir das so drauf zu schaffen, dass du dir das einfach merken kannst und das wirklich intus hast. Ne? Also wirklich, du nimmst die Gitarre und legst los und spielst das Ding. Was dann aber auch wiederum dazu führt, dass die Leute dann einfach viel mehr Spaß dann auf längere Sicht am Instrument haben, weil sie wirklich was, das Gefühl haben, ich kann was. Ne? Wenn das so ist, du musst immer erst das Notenbuch aufschlagen. Und das kenne ich halt von vielen, gerade jüngeren Schülern, Kids, die dann zu mir kommen, die von irgendeiner Musikschule kommen. Die müssen erstmal, die kommen dann zu mir und sagen, hey, was kannst du denn schon spielen? Spiel mal dein Lieblingslied vor. Und dann, geht nicht. Ne? Und dann kann ich denen halt erzählen, wisst ihr was, ich habe das nie anders gemacht. Und ich spiele in verdammt vielen Bands und habe schon immer in vielen Bands gespielt und habe mir auch das über Jahre erarbeitet, dass ich mir wirklich Songs vom Gefühl, einfach vom Hören schnell merken kann.
ne, dass ich mir das einfach einpräge. Und das kann man genauso schulen wie alles andere auch. Also das ist auch noch eine Übungssache. Ja, Ne? sehr gut. Genau, also anstatt jetzt jeden Song erstmal zu notieren, ach, wie oft kommt das, versucht es mehrmals zu hören und dann einfach vom Gefühl zu fühlen, wie muss der Song funktionieren. Und dann kannst du wiederum live, wenn du da mal so weit bist, dass du auf einer Bühne stehst, ganz anders agieren, weil du dann nicht die ganze Zeit da stehst quasi wie eine Salzsäule und denkst, ah, wie oft kommt 2, 4, 5, nochmal der Teil, sondern du fühlst es einfach. Du weißt, jetzt kommt der Partner. Und das versuche ich, egal ob jetzt Anfänger, der jetzt die ersten Riffs lernt, bis zum schon Fortgeschrittenen, dem jedem so zu vermitteln. Also dann auch mal zu sagen, okay, du kriegst von mir Tabs. Aber am liebsten wäre es mir, du würdest es auch ohne, also immer die Tabs gar nicht benutzen. Ne? Weil du musst einfach zu, oder dich auf dein Gehör zu verlassen. Hey, wenn ich das jetzt so spiele, klingt es ja komisch. Ne? Und dann, okay, dann guckst du nach, ah, stimmt, ne, ist falsch. Ne? Aber so kannst du quasi dein komplettes Musikersein, sage ich mal, schulen. Ne? Egal, wo du hin willst, du jetzt nur am Lagerfeuer für Freunde spielst, zwei, drei Songs, House of the Rising Sun und Sweet Home Alabama, oder ob du jetzt eben auf der Bühne stehst und 20 Songs runterziehen musst. Ne? Ja, ich glaube, das ist ein unheimlich gutes Abschlusswort auch, weil jeder jetzt sozusagen so ein bisschen darauf hinfiebert, wann es wieder so weit ist, dass er am Lagerfeuer sitzen kann und House of the Rising Sun spielen kann oder eben auf der großen Bühne steht. Das ist natürlich das, wo jeder jetzt irgendwie guckt, sich darauf vorzubereiten. Und auf der anderen Seite hat man jetzt eben die Möglichkeit, sich tatsächlich auch ausgiebig mit solchen Formen oder Herangehensweisen wie professionellen Musikunterricht zu beschäftigen. Ne? Und auch wenn es vielleicht nur online ist oder gerade weil es online ist, sich dann auch eben auf die Situation dann, wenn es wieder soweit ist, auch wieder vorzubereiten. Genau. Ja, Aber das soll genau. es sein. Ja, absolut. Also in diesem Sinne finde ich, es war sehr interessant, was du gesagt hast, Frank. Sehr viele wichtige Tipps. Da merkt man deine Professionalität natürlich auf jeden Fall. Und in diesem Sinne wünsche ich dir alles Gute, beste Gesundheit und dass es dann eben auch auf der Bühne bald wieder weitergeht. Danke Alles dir. Gute. Bleibe auch gesund. Mach's gut. Tschüss. Ja.